Hallo, ich bin Katharina Nesitova. Ich bin 1985 in Berlin geboren. Also ich spreche auch Berlinerisch. Und ich bin in Moskau und Berlin aufgewachsen. Meine Mutter ist Russin, ich spreche auch fließend Russisch. Ja, ich bin jetzt an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und da mache ich Diplom im Sommer 2009. Ich habe während der Ausbildung in drei Produktionen am Schauspiel Hannover mitgewirkt und gedreht habe ich zwei kleinere Rollen in Bella Block, Weiße Nächte und Ein starkes Team, Blutige Ernte. Und momentan drehe ich gerade mit Dominik Graf für Im Angesicht des Verbrechens. In Zukunft werde ich mich nur noch auf Frauenparkplätze stellen. Ich war schon fast beim Wagen. Da steht er hinter mir. Ich bin wie aus einem Reflex übers Geländer und habe ihn angebrüllt. Ich springe. Nein, gebrüllt habe ich nicht. Meine Stimme war auf einmal so schwach. Wahrscheinlich wollte der gar nichts von mir, nur Feuer. Da war nichts Perverses in seinem Blick. Traurig, trist hat er geschaut. Melancholisch. Aus seinen gelb unterlaufenden Augen. Warum ist er mir dann gefolgt? Setzt dich zu uns auf die Bank, wartet, bis wir uns versöhnt haben, haut dich um Feuer an und verfolgt mich bis ins Parkhaus. Braucht er für jede Zigarette einen Menschen? Los, sind Sie geil oder was? Nee, Mann, er hat doch keine Polacken. Ja, Polackenbraut da. Wo ist Thomas? Wenn du nicht dauernd mit anderen rummachen würdest, dann wüsstest du's. Hol mir nur was zu trinken. Ganz tief in den Bauch, ganz tief. Gut. Du schleppst mich in dieses billige Hotel und stinkst nach Bahnhof und willst gleich auf der Überdecke mit mir schlafen. Weißt du eigentlich, wie viele Leute da gelegen haben? Soll ich mit all denen schlafen? Ich will, dass dein Geruch bei mir bleibt, wenn du in den Zug steigst. Dass er nicht verweht. Wie dein Gesicht auf dem Fenster, das sich von mir entfernt.